So, wir sind wieder on air und heute bin ich auf Shopping-Tour, wieder bei H&M, Alter. Hier gibt's, ja, wie nennt man das? Promotion, Alter. Eine Promotion gibt's heute. Hier steht 3 Euro. 3 Euro, mal gucken, was es für 3 Euro gibt. Mal gucken, was es für 3 Euro gibt. Hier steht 3 Euro. Achso, ab. Das ab habe ich überlesen. Zu hart, Alter. Hier ist das erste T-Shirt für 5 Euro. Super nice, Alter. Habe ich schon. Mal sehen, ob wir ein T-Shirt für 3 Euro finden. Es steht ja ab 3 Euro. Oh, tatsächlich, es gibt eine für 3 Euro. Zu hart, Alter. Da steht Jump Fail. Continue. Yes oder no? Ich würde sagen, yes, auf jeden Fall. Wir machen weiter. Auch wenn wir fallen. Das ist kein Ding. Wir stehen wieder auf. Jump Fail, ja. Das T-Shirt ist gar nicht so schlecht. Ja, hat sogar die Farbe meines Buches. Warte mal. Passt das überhaupt zu dem Blau, Alter? Zu dem Blau meiner Hose, mal sehen. Das ist zu hart. Die Farbe ist zu hart. Diese Farbe ist zu hart. Wir müssen was anderes nehmen, Alter. Mal sehen, ob wir noch eine für 3 Euro finden. Steht ja ab 3 Euro da. Wir müssen ja was für 3 Euro finden. Alles 5. Also sobald ich ein gutes für 3 Euro finde, nehme ich das. Aber denkst du, Alter, 5 Euro, alles 5 Euro. Das gibt's doch gar nicht. 5, alles 5. Hier kostet alles 5 Euro, Alter. Mann. Okay, also ich habe hier 2 Sachen gefunden, weil draußen irgendwie die Sonne scheint, aber der Wind ist etwas kalt. Und ich habe gedacht, Alter, ich brauche einen Kuschelpullover. Guck mal, diesen geil. Diesen Kuschelpullover hier für 10 Euro. Und da steht Free in our song. Eine wunderbare Botschaft. Das könnte man nehmen. Schön kuschelig ist es. Oder hier. Ein Gruß nach Tokio. Für 7 Euro. Das probieren wir gleich an. Solange machen wir Pause. Ich würde sagen, wir probieren jetzt mal diese 2 Pullis an. Ja. Wir schauen uns mal an, wie sich das anfühlt und ob das zu unserer Hose passt. Heute haben wir eine blaue. Die blaue Hose haben wir heute an. Mal gucken, was es hier noch gibt. Alter Hart. Auf dem Weg in die Kabine finden wir vielleicht noch ein schönes Teil. Aber nein, das ist alles zu klein. Das ist alles zu klein. Wir gucken erstmal in die Kabine, was die Gussi in den neuen. Ah nee, das brauchen wir. Wir brauchen keine Kabine, oder? Wir können das hier machen. Ist doch ein Pullover, Alter, oder? Alter, so hart. Sieht man das? Ja. Ja, warte, wo machen wir Pause, bevor wir das anziehen? Ja, das machen wir. Wir machen erstmal Pause. Zack.
Schau Leute, diese Pullover sitzt perfekt, würde ich sagen. Da, das ist Tokio. Ja. Ist das ein Zeichen? Also vorhin. Wir setzen ein Zeichen. Also der Pullover ist nice. Ist nice, um eine Botschaft an Tokio zu senden. Super nice, Alter. Machen wir erstmal Pause und probieren. Die nächste Dimension. Wir gehen in die nächste Dimension. Alter, weiter geht's. Wir ploppen einfach weiter und sagen, wir konzentrieren uns zu sehr auf materielle Dinge. Und fragen uns natürlich, ob wir das wirklich brauchen. So. Alter. Ich habe Hunger. Ich glaube, was zu essen brauche ich jetzt. Ansonsten sitzt der Pullover wunderbar, Alter. Das ist, nenne ich. Das nenne ich. Alter, was ist denn da? Da ist ja noch jemand. Wer ist denn da drin, Alter? Der sieht ja genauso aus wie ich. Ein Double, Alter. Was ist hier los? Der macht mir alles nach. Also, warte mal, diese, Alter, ich muss mal gucken, dieses Rot, warte, Alter, es wäre nur noch eine Tasche hier, zack, dann wäre es perfekt, um sich sozusagen zu entspannen, wäre es perfekt hier, also eine Tasche, wäre es perfekt. Gusi hat Hunger, aber Gusi, dieses Rot passt wunderbar zu diesem Blau. Das kann man neidlos anerkennen. Fällen vielleicht nur noch die gelben Strümpfe oder was? Alter. Digga, du sprichst schon 8 Minuten, halt dein Maul. Ja, die Frage des Tages bleibt, welchen Pullover nehmen wir jetzt, Gusi? Den roten oder den weißen? Ich bin für den roten. Aber das entscheiden wir erst morgen. Heute gucken wir, ob das Wetter noch ausreicht.